Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in 1954 Alcatraz zusammen mit mir. Ich bin Felix der Weise. Ja, und im letzten Video, da haben wir uns mit dem Dale amüsiert und haben erfahren, dass der Dale in dieser ganzen Sache mit diesem Überfall und diesem fingierten Unfall wohl mit drin hängt, denn er hat den Transporter manipuliert. Ja, und dann haben wir noch das Geheimnis hier im Globus gefunden. All die Orte, die wir besuchen wollten. So, und jetzt sehen wir hier, dass sogar die Katze auf dem Plattenspieler sitzt. Das heißt, ich habe ihn so gut ich konnte repariert. Ja, und er funktioniert. Und wie gesagt, wenn ihr das hinbekommt, dass die Katze hier so auf dem Plattenspieler sitzt und einmal gedreht wird, dann kriegt man auch die Auszeichnung Katzenmusik auf Steam. Ja, was haben wir noch gemacht? Christine hat die Wohnung aufgeräumt, denn wir hatten hier ungebetenen Besuch. Und wie gesagt, wir haben den Hinweis gefunden, dass wir drei Schlüssel organisieren sollen. Und zwar einmal bei der Vermieterin Vivian und dann noch bei Sutter und der letzte, glaube ich, bei der Bernadette. Ja, wir können uns jetzt im Prinzip aussuchen, mit wem machen wir weiter. Entweder mit der Christine. Denn Christine ist dafür verantwortlich, dass wir die Beute finden. Oder wir machen mit dem Joe weiter, denn da geht es ja um den Fluchtplan. Ich würde sagen, wir machen heute einfach mal mit dem Joe weiter. Der wollte sich ja auf dem Hof mit dem Hank treffen. Der Hank hat wohl einen Fluchtplan. Wie zur Hölle soll ich bis zum Ende des Monats hier raus sein? Du schuldest mir was, du Bastard. Meine Frau will sich scheiden lassen. Okay, dann versuchen wir den zu beruhigen. Entspann dich, Kumpel. Wir müssen alle noch sehr lange miteinander klarkommen. Wenn ich dir etwas schulde, dann haben wir genug Zeit, das zu klären. Ich zahle meine Schulden. Wo soll ich schon hin? Nur einer von uns wird diese Insel lebend verlassen. Nein! Ich reiß dir den Kopf ab! Oh nein! Das war's! Ihr kommt ins Loch, alle beide! Ja, so viel zum Thema. Ja, und wir sind in der Isolationshaft gelandet. Das ist nicht gut. Schacht. Hey, ist da jemand? Wer ist da? Ich bin's, Joe. Hier spricht der Lizard. Der Lizard, okay. Hältst du durch? In meinem Kopf gehe ich diese Insel Schritt für Schritt ab. Ich finde einen Weg. Okay. Wie oft überprüfen Sie die Isolationszellen? Alle 2 bis 3 Stunden. Genau wie überall sonst. Ah, du willst hier weg? Vielleicht. Wirf deinen persönlichen Kram ins Wasser und warte, bis er irgendwo angespült wird. Fotos und so. Sie werden denken, du bist ertrunken. Okay, interessanter Tipp. Was machst du, wenn sie Kopf für Kopf durchzählen? Ich schneide meinen ab und lege ihn aufs Kissen. Okay. Gut, ich glaube, das werden wir nicht tun. Wie komme ich an den Wachtürmen vorbei? Finde heraus, wer sticht und ob er Familie auf der Insel hat. Dann nimm seine Frau als Geisel. Keine Partner. Ich zieh das allein durch. Ist das Schwimmen gefährlich? Nimm dich vor dem Geist von Alcatraz in Acht. Du glaubst an Geister? Ich habe ihn selbst gesehen, einen Soldaten mit Knaststreifen. Er wird versuchen, dich zu erwürgen. Bestimmt. Okay. Lass dich nicht kleinkriegen. Gut, hier ist noch ein Gitter. Es ist mit der Zelle unter mir verbunden. Gut. Hallo, ist jemand da unten? Scheint gerade niemand da zu sein. Okay, da unten ist also niemand. Bei Reparaturen letztes Jahr habe ich das Waschbecken und die Toilette ausgebaut. Mal sehen. Fest verbaut. Okay, hat er eigentlich noch irgendwelche Gegenstände? Ja, das haben sie ihm kurioserweise nicht abgenommen. Nicht mal das Messer. Getarnte Kohle brauchen wir nicht. Vielleicht das Messer? Können wir hier vielleicht irgendwas machen? Ich zeige mein Messer lieber nicht offen rum. Okay. So, ein Schraubenzieher oder irgendwas. Können wir da irgendwas machen? Flammenkuchen? Pfannkuchen? Nein. Fluchtplan? Das wird nichts.
Der Lizard sagte, dass er seinen Kopf im Bett zurücklassen wollte, um die Häftlingszählung zu überlisten. Keine schlechte Idee. Aber ich behalte meinen Kopf lieber. Ah, okay, aber wahrscheinlich muss man da irgendwas nachbauen, schätze ich jetzt mal. So ein Kopf, da was so aussieht wie der Kopf. So, okay. Hey, Mr. Mason. Okay, das ist der Wachmann. Ja. Wie lange sitze ich hier fest? Ich weiß nicht, Joe. Vielleicht kommst du auch nie wieder raus. Oh, ist das gemein. Wissen Sie schon was von dem Streik? Welcher Streik? Lassen Sie mich raus und ich erzähle Ihnen alles. Du lügst doch. Es wird bald einen Aufstand geben. Ruhe! Okay. Tut mir leid wegen dem Ärger. Ich war nur so wütend wegen meiner Frau. Ja, ich weiß. Ich hab's mitbekommen. Ja, aber scheint so, als ob man mit dem vielleicht reden kann. Es war ein Missverständnis. Natürlich will ich arbeiten. Je nachdem, was der Direktor sagt. Okay, also... Gut, Joe sitzt in Einzelhaft. Vielleicht kann Christine helfen. Um dem Charakter zu wechseln, klicke einfach auf das Bild von Christine im Inventar. Ja, den Hinweis bekommen wir so. Was gibt es hier noch? Gibt es ja noch irgendwas? Das ist alles die Metallplatte, die er getauscht hat. So, da oben ist eine Lüftung. Zu eng, um rauszuklettern. Ich möchte sie nicht kaputt machen. Sie zieht die schlechte Luft raus. Der ganze Raum stinkt nach Schweiß und Urin. Okay. Das ist natürlich sehr appetitlich. Gut, also, dann haben wir alles erkundet und wie gesagt, wir kommen mit Joe im Augenblick nicht weiter. Ich komme hier nur raus, wenn Mason eine Genehmigung vom Gefängnisdirektor bekommt. Ja, und dieser Mason, der klang jetzt zumindest irgendwie verständnisvoll so. Also, wir müssen doch mit der lieben Christine weitermachen und da haben wir jetzt einiges zu tun. Wie gesagt, sie musste mehreren Leuten. Hier haben wir, glaube ich, alles soweit mitgenommen, hätte ich gedacht. Der Flyer für meine Poetry Party. Okay. Ich glaube, hier haben wir soweit alles. Das heißt, wir begeben uns nun in Richtung North Beach. Und ich würde sagen, da wir mit unserer Vermieterin noch so einiges zu klären haben... Ich muss rausfinden, wo Joe die Beute versteckt hat. Ja, damit geht's jetzt weiter. Also, wir können Mickeys Club, das ist der Typ, der uns letztens bedroht hat am Hafen mit seinem Kumpel zusammen... Wiff, das ist die Vermieterin. Dann, das ist unsere Wohnung. Dann haben wir hier Café Napoli. Ja. Und St. Peter und Paul Kirch. Ich würde sagen, dass wir mal bei der Wiff anfangen. Wiff mochte Joe. Vielleicht weiß sie etwas über die Beute. Denn sie soll ja wohl einen von diesen Schlüsseln haben, Wiff? Die wir für die Beute brauchen. So, aber irgendwie, ich hoffe, sie ist nicht tot. Ist hier niemand da. Sie wohnt da oben ganz allein. Okay, wir können aber auch hier in die Küche gehen. Speiseplan, was steht denn heute so auf der Karte? Ich liebe das Essen hier. Wie gut muss es erst in China schmecken? Dann können wir eine Speisekarte mitnehmen. Was sieht denn heute Abend besonders gut aus? Okay, sie nimmt tatsächlich etwas mit davon. So, in die Küche gehen wir jetzt mal nicht. Ich würde sagen, wir gehen erstmal zur Wiff hoch und gucken, ob alles okay ist. Was steht auf der Tageskarte? Eine neue Suppe. Lecker. Toll. Hier ist alles schon geputzt für morgen. Ja, also, oder ist es schon so spät, dass sie schlafen gegangen ist? So gut, wir gehen jetzt aber nicht alleine in die Küche. Das darf man, glaube ich, gar nicht. So, sondern wir gehen erstmal gucken, ob Riff auch da ist. Sieht nämlich da alles sehr dunkel aus. So. Oh, die liegt ja, glaube ich, im Bett. Handschuhe voll mit Tinte. Färbt sie ihre Wäsche? So, okay. Dann sprechen wir doch einfach mal mit ihr. Alles in Ordnung. Meine Stimme, Halsschmerzen. Kannst du mir etwas Suppe geben? Na, selbstverständlich. Natürlich, danke. Ich fühle mich zu schwach auf den Beinen. Hab die Nacht durchgetanzt. Was für eine Suppe möchtest du? Ah, heiße Suppe mit Wintermelone. Heiße Suppe mit Wintermelone. Ja, hier ist anscheinend nichts mehr. Leer. Riecht gut. Was auch immer das mal war. Okay. So, können wir uns hier noch umschauen? Oh Mann, ich habe kaum noch Zeit. Ich hoffe, ich lebe noch lange genug, um das nächste Blatt zu sehen. Okay. Ja, ziemlich viel schwarzer Humor. Tücher, Kisten mit Schrott. Sie ist so sammelwütig wie ich. Ich habe nicht die Zeit, fremde Wohnungen zu putzen. So, Regal voller Zeug.
So, können wir die Handschuhe mitnehmen? Sind voll mit Tinte. Okay. Interessant. Okay. Du hier machst den besten Eindruck. Nicht anfassen. Ja, war klar. Das kriegt sie mit. Klar. Bei der oberen hat sie das nicht interessiert, aber bei der unteren kriegt sie es mit. Also, da gut, dann gehen wir mal gucken, ob wir diese Suppe für die Vermieterin, für die Viv, zusammenkriegen. Also eine Heißsuppe mit Wintermelone. Ich muss zugeben, wo ich das erste Mal machen musste mit der Suppe. Ja, da musste ich auch erstmal überlegen. Wir gucken uns erstmal hier in der Küche um. Also. Sie sind schon weg. Die Köche hier sind der Hammer. Die verscheißern mich immer, wenn ich eine Bestellung durcheinander bringe. So. Gut, Kelle. Ist noch ganz sauber. Könnte noch nützlich werden. Dann brauchen wir doch erstmal eine Schüssel. Da brauchen wir doch erstmal eine Schüssel für die Suppe. Stäbchen. Ach, Gabeln sind mir lieber. Linke Schublade. So, was ist denn da drin? So cool, wie eine abgenutzte Schublade halt sein kann. Nur Geschirr. Naja, da brauchst du doch, glaube ich, eine Schüssel. Handtücher und so ein Kram. Was ist rechts? Kleine Küchengeräte. Okay, aber wir brauchen doch noch irgendwie so eine kleine Suppenschüssel oder sowas. So, Sojasauce. Auf Ex? Nein, danke. Sojasauce. Hausgemacht. Okay, Schublade für Kräuter und Gewürze. Was wollte Viv noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Was wollte Viv noch gleich? Okay, wir müssen also noch mal gucken. Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Okay, okay, wir müssen also kurz das noch übersetzen. Sie müssen noch hängen. Finger weg von den Enden. So, aber hier haben wir hier vielleicht irgendwo müssen wir doch den Dampfkocher. Essensbehälter. Okay, da brauchen wir. Sie sind bereits leer. Kann ich denn nur noch ans Essen denken? Ich bin nicht schwanger. Nur hungrig. Okay, also müssen wir erstmal gucken, ob wir diese Zeichen da übersetzt kriegen. So überhitzte Kochtöpfe. Töpfe mit Erfahrung. Ich kann nicht wirklich kochen. Ach, vielleicht kann ich das auf unserer Flucht nachholen. Gut, dann müssen wir also erstmal schauen, ob wir das irgendwo übersetzt kriegen. So, die Viv wird uns da wahrscheinlich gar nicht helfen können. Okay. Können wir nochmal gucken. Hilft uns da vielleicht der Speiseplan nochmal weiter? Wintermelone steht hier auf der übersetzten Seite. Ah, alles klar. Auf der chinesischen... Da haben wir es ja. Super, so, jetzt haben wir also den Speiseplan und das brauchen wir aber nur noch irgendwie sowas, irgendein Schüsselchen oder sowas für die Suppe, schätze ich jetzt mal so. Denn wir mussten das nämlich übersetzen, da muss man also auf den Speiseplan gucken, weil es hier wahrscheinlich nur auf Chinesisch steht. So, jetzt kannst du die Gewürze holen. Was wollte Viv noch gleich? Wassermelone? Wintermelone war's. Welches ist das? Ah, okay, da müssen wir natürlich jetzt hier interagieren. Druckerplatte brauchen wir nicht. Zeichen für Wintermelone. Ich vergleiche kombinieren. Mal die Schriftzeichen. So. Das hier vielleicht? Nein. Bingo. So, dann haben wir das. Sehr schön. Schublade für Kräuter und Gewürze. Okay, hast du jetzt die Wintermelone. So, dann Kelle mit Wintermelone. Ich wüsste nicht, wie das zusammengehen sollte. Ach so, Moment, da müssen wir erstmal gucken, ob hier irgendwo Wox auf dem Herd. Ich könnte wirklich etwas Suppe gebrauchen. Fehlt eigentlich nur noch eine Kelle. Ja, die Kelle hast du doch reingesteckt, meine Gute. So, okay. Wok, so. Jetzt ist der Topf leer. So, dann haben wir die Suppe, aber da müssen wir doch noch die Kräuter da... Die Kräuter hier mit verbinden. So, et voilà. Wintermelonensuppe. Riecht lecker. Gut. Ja, wie gesagt, was ich ja vorhin erwähnt habe, im ersten Versuch, ich wusste nicht, dass Wintermelone ein Gewürz ist. Lieferservice.
So, runde Boxen. Ich glaube, darin wird das Essen geliefert. So, jetzt gehen wir zur Viv, denn da haben wir nämlich ihre Suppe. Und danach kann ja eventuell die liebe Viv dann mit uns sprechen. So, also einmal nach oben. Und dann kriegt sie erstmal ihre Suppe. Das hilft ja wirklich, wenn man es mit dem Hals hat. Also, das ist ja wirklich dann eine gute Hilfe. So, dann also interagieren. Geben wir der lieben Viv erstmal die Suppe. Ihre Bestellung, Ma'am. Suppe mit Wintermelone. Ja, scheint ja zu schmecken. Oh, danke. Sehr lecker. Ja, richtig lecker. Ich habe selbst probiert. Geht mir gleich viel besser. Das ist doch erfreulich. Das heißt, es hat ja geschmeckt. So, jetzt können wir nämlich mit ihr quatschen. Schön, dass du mich besuchst. Ja, wollen wir mal anfangen. Ja, Joe hat dir etwas gegeben. Nein, was hast du damals in China gemacht? Was hast du damals in China gemacht? Kalligrafie. Und deswegen musstest du das Land verlassen? Ja, da habe ich vorher etwas Geld gemacht. Geld hilft immer. Okay. Was soll ich als nächstes machen? Okay, wartet mal. So, wegen der Miete. Du kannst mich in Jazzplatten bezahlen. Okay. Ich guck mal, was ich noch habe. Da haben wir doch, glaube ich, schon eine mitgenommen, oder? Gib mir Zeit bis zum Ende des Monats. Ach, bist du demnächst wieder flüssig? Ich weiß nicht. Okay. Worüber hast du mit meinem Mann gesprochen? Ach, nur darüber, dass er mit dir ein besseres Leben anfangen wollte. Er wollte eine Werkstatt eröffnen. Davon wusste ich nichts. Ihr habt wohl nicht viel miteinander gesprochen, was? Doch, aber es gab Wichtigeres. Okay, alle sagen, Kannst du mein Schloss austauschen? Jemand hat es aufgebrochen, als ich Joe besucht habe. Ich habe noch keinen neuen Hausmeister gefunden. Okay. Wirst du das Licht im Gang reparieren? Bezahl du erstmal deine Miete. Ja, war klar. Schön zahlen und die Klappe halten. Alle sagen, ich soll Joe verlassen. Ich kann's echt nicht mehr hören. Denen passt es nur nicht, dass Joe dich ihnen weggenommen hat. Dieser Officer Grassy. Es heißt, er hätte ein paar Regeln gebogen, um Joe aus dem Weg zu bekommen. Okay. Wechseln wir mal lieber das Thema. So. Hat dir Joe etwas gegeben, bevor sie ihn eingebuchtet haben? Einen Schlüssel vielleicht? Nein, ich... Warte mal. Er hat mir das neue Radio gegeben. Aber mein Neffe hat es mit auf die Arbeit genommen. Wo ist das? In der kleinen Oper bei der alten Telefonvermittlung. Gleich hinter Fragrance Alley. Okay. Okay. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. So, gut. Also, da haben wir damit schon einen neuen Anlaufpunkt. Und wir können wir vielleicht jetzt schon die Miete zahlen? Noch nicht. Nee, können wir nicht. Dann sind wir, glaube ich... Schön, dass du mich besuchst. ...mit der Viv erstmal soweit fertig. Ich verschwinde mal. Nacht, Viv. Danke. So, und vermutlich, ich würde mal vermuten, dass dieser Schlüssel wirklich in diesem Radio wahrscheinlich drin ist. Okay, aber wie es weitergeht, das sehen wir dann erst im nächsten Part. Ich danke euch bis hierhin fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr im nächsten Video wieder mit am Start seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.